Mit dem Thema Küche und Haushalt, liebe Zuschauer, geht es weiter. Und ich denke, dass wir da jetzt auch gerade um diese Uhrzeit perfekt bei Ihnen zu Hause angekommen sind. Denn der ein oder andere hat vielleicht noch ein bisschen was vor heute, möchte vielleicht ein bisschen was Scharfes anbraten, schönes Stück Fleisch mal in die Pfanne hauen. Und da sind wir natürlich auch gleich beim Thema. Damit es in der Küche gelingt, damit es schmeckt und dabei auch noch richtig gut aussieht, braucht man das richtige Werkzeug. Und das ist nicht nur bei den Laien in der Küche so, das ist auch bei den Profis in der Küche so. Und mit dem, was wir in dieser Sendung für Sie vorbereitet haben, können wir schon fast eine Garantie mit zu Ihnen nach Hause schicken, dass Ihr Vorhaben in der Küche perfekt gelingen wird. Kai macht mit und Kai, du bist ein wesentlich größerer Spezialist in der Küche als ich. Naja. Das muss man ganz klar sagen. Die Pfannen sind Spitzenklasse, oder? Also wir haben Ihnen jetzt mal drei unterschiedliche Pfannen aus unserem Sortiment vorbereitet. Und anfangen tun wir mit dem Thema gusseiserne Pfannen. Damals, wie bei Oma, alles perfekt braten, denn gusseiserne Pfannen haben einen entscheidenden Vorteil. Die Wärmeverteilung ist ein Traum. Die reagieren zum Beispiel bei panierten Dingen, also bei einem Schnitzel, all solchen Sachen, oder zum Beispiel auch bei Fischstäbchen, schon bei geringer Temperatur so, dass ich da wirklich so eine richtig schöne, knusprig braune Panade kriege. Was natürlich der riesengroße Vorteil bei Gusseisen ist, ich kann so eine Pfanne jederzeit auch dazu verwenden, im Ofen zu überbacken, denn Gusseisen hält alle Temperaturen aus. Und dass das am Schluss auch noch, wie anno dazumal, komplett emailliert ist, bedeutet für Sie am Schluss einfache Reinigung, antihaft beschichtet, also mit Email. Eine richtig tolle Pfanne. Also die ist richtig schön schwer, also richtig massives Gusseisen, wie sich das gehört. Keine Nieten hier, nichts verschraubt, gar nichts, also wirklich schön massiv. Und das hört man auch, ich klopfe mal mit dem Ring dagegen. Also da merkt man schon, von welcher Qualität wir hier sprechen. 24 cm im Durchmesser, echtes Gusseisen, 26 cm echtes Gusseisen für 23,66 Euro. Diesen Preis macht uns das so schnell keiner. Das ist eine Sensation, das muss ich wirklich sagen. Denn gusseiserne Pfannen von namhaften Herstellern, die kosten richtig Geld. Was ich so schön finde bei Gusseisen ist, dass ich die auf allen Herdarten benutzen kann. Das heißt, wenn Sie jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren auf Induktion umgestellt haben, dann ist Gusseisen auch allererste Wahl, denn Gusseisen natürlich auch magnetisch funktioniert dann absolut perfekt. Das Schöne ist, dass ich hier wirklich Fleisch, Fisch auf den perfekten Garpunkt bringe. Das Ergebnis sieht allein schon in der Pfanne so traumhaft aus, dass man gerne gleich mal mit Messer und Gabel in die Pfanne reingehen will. Das natürlich nicht, aber es wird ein perfektes Ergebnis. Und wenn Sie eine lange haltende Pfanne haben wollen, dann sollten Sie hier wirklich bei Gusseisen zugreifen. Und die sieht auch so richtig so wie bei Omi aus. Richtig schön gemacht. Also die ist schon klasse hier mit dieser beigefarbenen Beschichtung innen drin und von außen dieses knackige Orange, was dann so leicht ins Rot überläuft. Das ist natürlich auch schon mal ein richtiges Schmuckstück in jeder Küche. Und damit man noch keine Angst haben muss, dass hier irgendwie was hängen bleibt, irgendwelche Essensreste oder weiter, oder was, möchte ich ganz gerne hier nochmal auf die nicht vorhandenen Nieten oder Schrauben eingehen. Ist alles wirklich hier schön massiv gemacht. Das heißt, hier kann man auch schön mal die Reste rausholen. Einfach eine ganz, ganz tolle Angelegenheit mit der NC 2871 und der 569 mit einem Preisvorteil von über 50% für Sie, liebe Zuschauer, am heutigen Tag für 23,66 Euro zu haben. Scharf anbraten ist damit natürlich jetzt genau das Richtige hier. Das Tolle ist natürlich, dass Sie alles, was Sie zum Beispiel jetzt mit Käse überbacken wollen, natürlich auch in den Ofen stellen können. Denn Gusseisen ist das völlig egal. Und das Schöne ist auch, Sie können mit Gusseisen natürlich auch am Tisch servieren, denn Gusseisen hält ja auch sehr lang die Wärme. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein klassisches, ja, schwäbisches Pfännle machen, wo eben noch schöne Spätzle frisch geschabt mit drin sind, alles so mit Käse überbacken, dann können Sie das auch direkt auf dem Tisch servieren. Sieht natürlich auch nochmal toll aus. Ja, schönes Holzbrett unten drunter. Das hat so ein Gefühl, wie wenn ich irgendwann in so einem Gasthof so richtig schön schwäbisch essen gehe. Ich kann Sie Ihnen für den Preis wirklich nur empfehlen, denn gusseiserne Pfannen sind teilweise wirklich unbezahlbar. Ich habe mir mal vor gut 15 Jahren eine gusseiserne Pfanne gekauft, die liebe ich heute noch, aber ich habe das 7-fache dafür bezahlt. Ich wollte damals einfach wissen, ist Gusseisen wirklich das Maß der Dinge? Und es gab damals nicht wirklich viel Günstigeres. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mir die hier geholt. 23,66 Euro und vor allem mit 26 cm Durchmesser kriege ich natürlich auch richtig schöne Fischfilets, große Schnitzel rein. Das heißt, das ist eigentlich so die Pfanne für alles. Ja, und die ist zu haben mit der NC 2871 und der 569. Perfekt natürlich für Ihren Haushalt. Und da sind wir davon überzeugt, dass dann auch Ihr Vorhaben gelingt. Reden wir über das Thema Aluminium als Grundkorpus. Ja. Da habe ich vor vielen Jahren mal gelernt, Aluminium ist ein perfekter Wärmeleiter. Stimmt das? Ja,
absolut. Also Aluminium verteilt aufgrund seiner inneren Struktur Wärme sehr gleichmäßig. Noch ein entscheidender Vorteil ist, diese Aluminiumpfannen sind ultraleicht. Das heißt, in der Handhabung auch sehr bequem. Und die haben einen speziellen Wärmeleitboden. Das ist ein Sandwichboden, der dann eben aus Stahl und aus Aluminium dafür sorgt, dass sich in der Pfanne auch bis an die Ränder natürlich hier die Temperatur perfekt verteilt. Aber auch hier innen drin sehen Sie eine Beschichtung. Und das ist auch ganz interessant. Denn für 14,16 € kriege ich normalerweise nur so klassische Antihaftpfannen. Mhm. Wir haben was viel Besseres für Sie. Und das nennt man Ceralon-Keramik. Ist ein Schweizer Verfahren. Also ILAC wird es auch genannt, nach einer Schweizer Technologie entworfen. Das ist also wirklich fantastisch. Vor allen Dingen können Sie hier auch ohne weiteres mal mit einer Gabel oder was oder auch mal mit etwas schärferem Werkzeug rein, ohne dass man Angst haben muss, dass man von so einer Antihaftbeschichtung irgendwelche Giftstoffe abschabt und die dann im schlimmsten Fall auch noch mit der Nahrung zu sich nimmt. Das kann man hier komplett vergessen. Auffallend ist hier vor allen Dingen auch, dass der Griff genietet ist und nicht geschraubt. Wofür brauche ich denn sowas? Viele geschraubte Griffe werden mit der Zeit los. Das kennst du vielleicht selber. So alte Töpfe zu Hause, wo dann mal der Griff wackelt. Mit Nieten kann das nicht passieren. Gleichzeitig ist es so, dass hier am Schluss dann auch noch eine passende Aufnahme ist und ein Kunststoffgriff, damit das natürlich hier auch dann temperaturtechnisch eben nicht übertragen wird. Übrigens ganz wichtig bei den gusseisernen Pfannen, ne? Immer schön mit einem schönen Handschuh arbeiten. Ja. Hier ist es einfach so, dass ich diese Ceralon-Technik, also diese Keramiktechnik, auch deswegen so empfehlen kann, denn die ist bis 400 Grad hitzebeständig. Wow. Du hast es gerade gesagt. PTFA, PTFE sind krebserregende Stoffe, die, wenn eine Antihaftbeschichtung überhitzt, und das kann teilweise bei 280 Grad schon passieren, die gehen dann nicht nur in die Luft, sondern eben ins Essen. Carsten hat es gerade gesagt. Und das ist krebserregend. Mit Ceralon kann Ihnen gar nichts passieren. Ja. Und entscheidender Vorteil, auch an dieser Pfanne, das ist so eine Einsteigerpfanne in Anführungsstrichen für jeden, der eine 24 cm Pfanne sucht. Das Tolle ist, ich kann hier so ja, Low Carb eigentlich. Also ich brauche kein Öl, ich brauche kein Fett großartig, sondern die Antihaftbeschichtung von der Keramik, die ist eben wirklich so toll gemacht, dass ich eben auch da nicht großartig viel Fett, Butaris, all solche Dinge brauche. Wenn Sie also selber jetzt bewusst kochen wollen, ist natürlich so eine Ceralon-Pfanne für Sie auch was Tolles. Dass wir Ihnen die für 14,16 € anbieten können, das finde ich erst recht mal ein Knaller. Spitzenklasse hier, also wirklich ein fantastisch günstiger Preis für diese Qualität, die wir Ihnen anbieten dürfen, liebe Zuschauer. Es sind gerade mal 14,16 € zu haben, unsere Alufanne mit 24 cm Durchmesser und dieser tollen Ceralon-Beschichtung hier mit der NC3502 und der 569. Und es ist wirklich absolut fantastisch. Also gerade hier die Wärmeleitfähigkeit des Aluminiumkorpus geht wirklich bis in den Rahmen hoch. Das heißt, auch wenn Sie mal ein größeres Stück haben, das steht hier ein bisschen drüber, wird es perfekt ausgebacken. Wo du wirklich Soße drin hast, wo richtig, du also einen hohen Füllanteil hast. Ja. Hält seitlich auch schön warm. Super. Ganz wichtig ist auch, sollten Sie tatsächlich mal mit einem Metallgegenstand in die Pfanne kommen, das ist der Keramik eigentlich auch gänzlich egal, denn die ist hoch widerstandsfähig und da kann nicht viel passieren. Für Ceran, für E-Herde und natürlich auch ganz klassisch für die normalen und die, ja, alle Herde, die es derzeit auf dem Markt gibt. Für 14,16 € eine ganz tolle Sache, denn mit der Pfanne kann ich gar nichts falsch machen. Und wenn Sie jemanden haben, der gerade in seine eigene Wohnung zieht und vielleicht die Erstausstattung braucht, dann empfehle ich Ihnen eins, nicht beim schwedischen Möbelhaus die Pfannen kaufen, sondern tun Sie es bei uns, denn so eine Ceralon-Beschichtung ist normalerweise wesentlich teurer. Wenn Sie jetzt aber sagen, Alu, Ceralon, finde ich toll, also die Keramikbeschichtung, aber ich habe Induktion, gibt's da auch was? Ja, da haben wir auch was für Sie. Und das ist die dritte Pfanne im Bunde, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Ebenfalls ein Aluminiumkorpus, der unserer dritten Pfanne, die wir Ihnen vorstellen möchten, zugrunde liegt. Allerdings haben wir hier nochmal gerade von der Beschichtungsqualität her nochmal einen nachgelegt. Das ist die berühmte Greblon-Keramik und die ist wirklich absolut fantastisch, sehr hart und vor allen Dingen sehr widerstandsfähig, kratzfest natürlich ebenfalls und auch diese Pfanne locker bis 400 Grad erhitzbar und dadurch, dass wir hier diesen Edelstahlgriff haben, kann ich natürlich auch jederzeit mal super diese Pfanne in den Backofen packen, zum Gratinieren, zum Überbacken. Ja, und das ist der Vorteil an dieser Pfanne, aber es gibt noch andere Vorteile und einen davon wollen wir Ihnen im Film mal zeigen, denn wir haben diese Pfanne gequält und gequält ja, und gequält und gequält.
Sie können es gerne mal zu Hause ausprobieren. Wir haben eine Pfanne mal mit einem längeren Stiel versehen. Sie sehen schon, da kommt urplötzlich schon ein Nomex-Handschuh zum Einsatz. Milch. Sie kennen das. Milch brennt an in einem Topf. Ah. Wie viel Akkupatz da bei Ihnen schon draufgegangen sind, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Topf, den habe ich nie wieder sauber gekriegt. Und jetzt passen Sie mal auf. Das macht man jetzt normalerweise nicht, wenn man morgens seinen Kindern die Milch warm macht. Wir wollten Ihnen einfach nur mal zeigen, was diese Pfanne aushält. Das ist eine Gasflamme, die knapp 700 Grad heiß wird. Wir wollten damit einfach mal die Milch so richtig zum Einbacken bringen. Und das Ergebnis, was Sie jetzt gleich sehen, ist schier unglaublich. So, die wird also jetzt wirklich ganz ordentlich malträtiert und Sie werden gleich sehen, natürlich backt die Milch in dieser Pfanne fest und das wäre normalerweise allein aufgrund der Hitzeentwicklung und aufgrund dieser eingebackenen Milch der Tod einer jeden herkömmlichen handelsüblichen Pfanne, die man von mir aus mal für 25 oder 30 Euro irgendwo im Einzelhandel mal eben mitnimmt. Nicht so für unsere, denn Sie werden gleich sehen, dass natürlich dieser schwarze Ruß, ausgelöst von der Flamme und speziell auch die eingebackene Milch im Innenteil, sofort wieder und vor allen Dingen sehr, sehr leicht entfernt werden kann. Schauen Sie sich das mal an hier. Also sowas schmeißt du normalerweise weg. Das kannst du vergessen, ja, richtig. Aber hier in dem Fall wird es einfach nur sauber gemacht und ich glaube, da kommt ein ganz normales Küchenkrepp zum Einsatz hier. Ja. Und die Pfanne sieht gleich wieder aus wie neu, als wenn überhaupt nichts passiert wäre. Und wenn so eine Pfanne solche Extremsituationen schon locker überleben kann, dann ist sie doch wirklich für den Alltag absolut perfekt. Ja. Also die hält alles aus. Und auch hier, Carsten hat es gerade gesagt, natürlich überbacken im Ofen auch möglich. Was ich an der Pfanne so toll finde, ist, das ist mal was ganz anderes. Die ist nämlich innen und außen weiß. Wir haben dieses Tornwald- und Schmiedesystem natürlich auch in einem Set. Können Sie in einer der anderen Sendungen auch mal gucken. Haben wir nämlich noch passende Töpfe und vor allem auch kleine Kasserollen für Sie. Das Set ist wirklich toll. Nochmal, die ist auch induktionsgeeignet und das liegt an dem speziellen Boden. Auch da sind nämlich so kleine Stahlbereiche mit eingearbeitet. Und hier sehen Sie auch nochmal den Griff, der genietet. Am Schluss ist es so, dass der trotzdem keine Hitze weiterleitet. Und das liegt eben daran, dass er an das Alu angenietet ist. 23,66 Euro für so eine tolle Pfanne. Ich würde nicht Nein sagen, ganz im Gegenteil, ich würde sie mir bestellen. Auch hier 24 cm im Durchmesser. Sie werden sie lieben lernen und aus Ihrer Küche nicht mehr wegdenken wollen. Also ich finde es alleine super. Du hast es gerade schon angedeutet. Genau jetzt, ich sag mal, das Wintersemester geht jetzt bald wieder los. Da werden viele Studenten sicherlich auch mal in eine andere Stadt ziehen. Da brauchst du 1000 Sachen. Von der Bettwäsche angefangen über ein Sofa bis hin zu einem Bett und einem Kleiderschrank. Und dann geht man natürlich hin, wenn man ein paar Euro sparen möchte und kauft sich irgendwo mal für 10, 15 Euro eine billige Pfanne irgendwo an der Supermarktkasse. Und der Schuss geht häufig nach hinten los. Sinnvoller kann man kein Geld rausschmeißen. Richtig. Ganz genau. Ja, dann lieber einmal vernünftig zugegriffen, entweder unsere gusseiserne Variante oder natürlich hier unsere Aluminium-Variante. Die ist hier für 23,66 Euro zu haben mit 24 cm Durchmesser mit der NC3510 und der 569. Und damit können wir Ihnen schon wirklich fast garantieren, dass Ihr Vorhaben zu Hause garantiert auch wirklich gelingen wird. So, ein bisschen was haben wir noch vorbereitet in Sachen Zubehör. Ein paar vernünftige Küchenhelfer sollten nie fehlen. Nein. Ein vernünftiger Pfannenwender oder mal eine vernünftige Zange gehört einfach zur Grundausstattung dazu. So, also wenn ich das jetzt hier so liegen sehe und gehe auf einen namhaften deutschen Hersteller, dann rechne ich mal kurz hoch. 30, 45, 60, 100, 125 Euro für fünf solche Küchenhelfer. Edelstahl und vor allem vorne, das ist ganz wichtig für empfindliche Pfannen, alles mit Silikon. Silikon in diesem Falle bis 230 Grad hitzeresistent. Und wenn Sie vielleicht schon mal so einen Silikonschaber zum Kuchenbacken verwendet haben, der sich auch innen so perfekt anpasst, das ist der Riesenvorteil von Silikon. Sie kriegen das fünfteilige Set bei uns für schier unglaubliche 20,81 Euro. Ich habe es mir vor zweieinhalb Jahren, als ich hier runterkam, habe ich mir damals einfach geholt, weil ich natürlich auch meine Küche ausstatten musste. Läuft alles bis zum heutigen Tag perfekt, ohne Murren, ohne Knurren und liegt auch wirklich gut in der Hand. Das ist natürlich Spitzenklasse hier. Dieses Silikon ist extrem flexibel. Mein Sohn liebt dieses Küchengerät hier. Da wird nämlich immer der Teig dann von abgelutscht, wenn er fertig ist. Also entweder der Rührbesen und natürlich hier dieser kleine Schaber, der kommt dazu. Super finde ich auch diesen Pfannenwender hier. Der hat ebenfalls dieses Silikon. Das ist schön flexibel, macht vor allen Dingen keine Kratzer. Trotzdem hast du diese tollen Edelstahlgriffe mit dabei. Natürlich hier der Marinierpinsel ebenfalls mit dabei. Und die Zange hier, die habe ich jetzt im Sommer auch bestimmt 2 Dutzend Mal oder was verwendet. Die habe ich zum Grillen verwendet. Genau, genau. Da habe ich nämlich sonst immer früher so eine alte Holzzange gehabt. Die sah entsprechend aus nach dem dritten, vierten Mal Grillen. Durch das Silikon hier kannst du auch wirklich mal, ich habe auch mal die ein oder andere Holzkohle damit gewendet. Geht also alles. Danach machst du sie einfach mit Wasser wieder sauber und fertig ist die ganze Geschichte. Absolut perfekt natürlich. Und wir haben auch noch den kleinen
Löffel mit dabei. Das ist ja Modell Nummer 5. Also wirklich eine perfekte Grundausstattung, die vor allen Dingen hitzebeständig ist bis 230 Grad, liebe Zuschauer. Also egal, was Sie da in der Küche vorhaben, dieses Besteck macht es locker mit. Und das für 20,81 €. Wirklich ein absoluter Schnapperpreis an dieser Stelle. Für insgesamt 5 Teile. Wunderschön auch vom Design her aus dem Hause Rosenstein und Söhne mit der NC2898 und der 569 hier bei uns zu haben. Wichtig natürlich, schön weich und vor allen Dingen lebensmittelecht und absolut geschmacksneutral. Ja. Und das Schöne ist, ich kann mir wirklich keine Pfanne und nichts kaputt machen. Denn dieses Silikon ist eben absolut, ja, angenehm zu jeder Oberfläche und damit erhalten Sie natürlich auch die Qualität Ihrer Pfannen, die Qualität Ihrer Töpfe, die Qualität Ihrer Reinen und allen anderen Dingen, die Sie damit benutzen wollen. Und was man jetzt hier nochmal schön sieht, das Silikon passt sich natürlich auch vorne an der Kante wirklich perfekt an dem Bratgut oder dem Gargut an. Das ist wirklich toll gemacht. Für das Geld, ich habe da gar nicht lang gefragt, ich habe zugegriffen und es sieht wirklich richtig schick aus zu Hause. 20,81 €. Also das ist wirklich kein Geld. Wird viel und häufig bestellt bei uns, kann ich auch verstehen. Auch das, was Carsten gerade gesagt hatte, wenn gerade jetzt jemand in die eigene Wohnung zieht, natürlich rundet das dann die ersten 2, 3 Pfannen auch noch perfekt ab. Schön natürlich auch diese kleinen Schlaufen hier, die oben dran sind. Das heißt, sowas muss man nicht einfach in der Schublade verstecken. Im Gegenteil, da kann man stolz drauf sein, wenn man sowas in der Küche hat. Kann man natürlich jederzeit auch mal einen Haken hängen. Wir haben oben in der Dunstabzugshaube auch so 4, 5 Haken hängen. Ist ja, eben, ganz genau. Super, ja, das da sieht einfach klasse aus. Und ich denke, nicht nur von der Optik, sondern auch von der Bedienbarkeit, von den Eigenschaften ist das wirklich das perfekte Küchenwerkzeug, was wir hier haben. Und damit gelingt es garantiert. Für 20,81 €. In der Summe sind das 5 Teile mit der NC2898 und der 569, liebe Zuschauer. Wenn was Schönes für Sie an dieser Stelle dabei war, dann rufen Sie gerne an. Die 0180 51 51 und 3x2 ist die Rufnummer, die Sie wählen sollten, wenn Sie unsere Kollegen im Service Center erreichen möchten, die rund um die Uhr für Sie zur Verfügung stehen. Freuen Sie auf Ihren Anruf. Sollte vielleicht mal hier und da ein kleiner Stau am Telefon sein, können Sie auch ganz einfach aufs Internet ausweichen. Normal. Also einfach auch über toll.tv bestellen, ja, auch das überhaupt kein Thema. So, einen haben wir noch. Ich spiele Ihnen jetzt mal was vor. So, und genau das Thema werden Sie zu Hause auch oft genug haben. Nach dem Abschmecken, da haben Sie einen Löffel, einen Kochlöffel, meistens so vielleicht auch diese Holzlöffel. Ich habe gerade abgeschmeckt und dann habe ich natürlich noch ein paar Reste an Soße dran. Bevor ich jetzt wieder anfange, das alles sauber zu lecken und in die Schublade zu tun, wo landet's? Auf der Arbeitsfläche. Und am Schluss sieht das ganz schön bäh aus. Machen Sie es wie ich. Ganz einfach. Holen Sie sich diesen Kochlöffelständer. Das ist so pfiffig, das ist so toll. Das sieht wunderschön aus in der Küche und erfüllt perfekt seinen Zweck. Und das für gerade mal 4,66 €. Ist eigentlich unfassbar. Ich kenne solche Teile auch an anderer Stelle von den typischen Deko- und Einrichtungshäusern, unter anderem aus der Kölner Innenstadt. Da bist du mit 25, 30 € dabei bei diesem Material. Ich habe es unverschämterweise schon mal für knapp 60 € von gesehen. Ich sagte, also unglaublich. Genau das gleiche wie bei uns. Keramik, unten wunderschön das Schälchen und oben der komplette Halter aus Edelstahl. So, also dann darf das, so gesehen, 4,66 € und keinen Cent mehr kosten. Die Anne hatte mal eine ganz süße Idee, was diesen Kochlöffelständer betrifft. Wenn Sie jetzt so kleine Kaffee-Latte-Löffel haben, diese langen, die kennen Sie, bestellen Sie sich 2, 3, 4, 5 von diesen wunderschönen, ja, Löffelhaltern und machen Sie morgens auf dem Frühstückstisch mal was Schönes. Tun Sie mal Konfitüre, mal Nutella, mal Honig rein und stellen Sie so einen wunderschönen langen Latte Macchiato Löffel mit drauf. Auch das ist eine ganz tolle Deko-Idee. Ist natürlich alles Spülmaschinen waschbar, überhaupt kein Problem. Aber das ist ein Helfer in der Küche, den ich nicht mehr missen möchte. Das ist so praktisch, das ist so sinnvoll und dass wir das für das Geld anbieten können, habe ich übrigens schon mehrmals verschenkt. Haben sich alle riesig drüber gefreut. Das glaube ich gerne, ja. Das ist ein richtig praktischer Küchenhelfer. Geht natürlich nicht nur für die Löffel. Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal an verschiedenen Küchenutensilien. Auch mal so ein Marinierpinsel, der ja in der Regel nur doch voll mit Marinade oder mit Öl oder sowas ist, den möchte man auch nicht unbedingt auf die Platte legen. Dann muss man wieder sauber machen später oder auch mal so ein Schaber-Element hier zum Beispiel. Also eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Es sieht einfach richtig klasse aus.
aus und egal, ob sie in der Küche eher etwas rustikal oder etwas moderner eingerichtet sind, es passt wirklich in jede Kücheneinrichtung mit hinein. Und das ist jetzt hier mal das klassische Beispiel, wohin mit diesem schmuddeligen Löffel. Wenn du den jetzt direkt in die Spüle legst, dann kommt wieder das Thema mit Salmonellen und so weiter. Das hier ist eine sehr schöne und vor allen Dingen sehr hygienische Angelegenheit. Und das für gerade mal 4,66 € mit der NC7130. Und der 569, liebe Zuschauer, kann ich mir vorstellen, dass man sowas sehr, sehr gut verschenken kann. Genau. Da freuen sich die Leute drüber. Machen Sie es. Ja. Rufen Sie an. Ja. NC7130 und die 569. Und ab sofort wird zu Hause alles richtig gut gelingen.